Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu unserer Sendung über die Lebenslust. Mein Name ist Christina Blumrath und wir haben in den letzten Sendungen gehört, dass der Mensch die Gesundheit als höchstes Gut erachtet, dass er dafür aber jede Menge Anstrengungen unternehmen muss und dass dabei die Lebenslust so richtig auf der Strecke bleibt, das wissen wir jetzt auch. Wir sind dahin gekommen, dass es sich durchaus lohnt, zu leben und Lebenslust zu entwickeln, auch wenn wir nicht komplett gesund sind, sondern vielleicht sogar behindert. Ich begrüße im Studio Dr. Manfred Lütz. Sie sind Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie sind Theologe, Sie haben Philosophie studiert und Sie wissen jede Menge vom Menschen. Sie wissen, was der Mensch an Gesundheit hat und Sie wissen auch, wie krank ein Mensch sein kann, aber wie viel Lebenslust er dabei empfindet. Behinderung, ist das eine Hinderung an der Lebenslust? Meine Erfahrung mit Behinderten, ich habe viele behinderte Freunde, ist eher nicht. Mein Eindruck ist, dass Behinderte häufig mehr Freude am Leben haben, weil sie den Wert des Lebens auch eher erkennen, als Leute, die so unbehindert vor sich hin plätschern und irgendwie das ganze Leben nachher verpasst haben, weil es alles so vor sich hin geplätschert ist. Das heißt, manchmal können gerade die Grenzsituationen unseres menschlichen Lebens, wie Karl Jaspers sie mal genannt hat, also Zeiten der Behinderung, Zeiten der Krankheit, des Leidens und so weiter, kann sozusagen das Salz in der Suppe sein und das kann einen auffordern, das Eigentliche des Lebens zu suchen. Wie sieht das eigentlich aus mit dem Christentum? Was hat das Christentum der Medizin entgegenzusetzen? Was haben Christentum, Gesundheit und Lust miteinander zu tun? Also entgegenzusetzen würde ich eigentlich nicht sagen. Für uns in der katholischen Tradition ist die Medizin eine Wissenschaft, die man auch ernst nehmen muss. Und da bin ich ja auch ganz der Meinung, ich bin ja selbst Arzt, dass man eine anständige Diagnostik betreibt, anständige Therapie macht. Das ist überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist, ja, wie hoch man dieses Ziel Gesundheit wertet. Und darüber hatten wir ja schon gesprochen, dass dieser wahnsinnige Gesundheitskult, der zurzeit betrieben wird, die Leute eher ins Unglück stürzt und eher Ungesundheit produziert, als wirklich ein glückliches, ein erfülltes Leben. Papst Johannes Paul II. Hat zu Beginn seines Pontifikats, ich habe das beim letzten Mal erwähnt, ein ganz eindrucksvolles Schreiben verfasst, was ich jedem der Zuschauer nur empfehlen kann zu lesen, dass ich manchmal sogar Atheisten zum Lesen gegeben habe, die im Sterben lagen. Das Schreiben Salvifici Dolores, über den heilbringenden Sinn menschlichen Leidens. Und in diesem ganz einfühlsam geschriebenen Schreiben, der Papst hat ja sehr viel seelsorgliche Erfahrung gehabt, hat Freunde gehabt, die in Auschwitz umgekommen sind, der hat Familienseelsorge betrieben, also hat wirklich menschliche Erfahrung, hat er über den heilbringenden Sinn menschlichen Leidens geschrieben. Und dass der Papst das, was er damals geschrieben hat, jetzt lebt, dass er jetzt in seinem Leiden, in seiner Krankheit sich auch zeigt und nicht einfach sagt, wie die Leute sagen, der Papst müsste eigentlich zurücktreten und er ist ja zu krank. Nein, Christentum heißt eigentlich gerade diese Grenzsituation als wichtig zu sehen und dass zum Beispiel die Jugendlichen auf die Weltjugendtage kommen, wenn man so sagen sollte, obwohl der Papst da vorne nicht rumtanzt wie Michael Jackson, sondern obwohl er ein Leidender ist und das auch evident ist, zeigt, dass junge Menschen häufig mehr Sinn haben für das Eigentliche des Lebens, wenn sie so im Aufbruch sind und den Sinn ihres Lebens suchen, als Leute in der Karrieregeneration, so um die 40, 50, die im Grunde nur noch in Funktionalitäten denken und sagen, ach, der kann das Mikro nicht mehr so bedienen und das ist technisch doch alles sehr problematisch. Da braucht man einen jungen, dynamischen Entertainer. Das ist eben nicht Christentum. Christentum heißt, dass das Leiden auch Sinn macht. Und ich finde ohnehin, wenn man das mal ganz grundsätzlich sieht, eine Religion, die auf die Frage des Leidens keine ernstzunehmende Antwort geben kann, ist eigentlich Plastik, also Esoterik oder irgendein Quatsch. Also das ist das Entscheidende. Kann Leiden Sinn machen? Marcel Reichanitzky, Literaturpapst, nicht wahr, hat mal gesagt, jede gute Literatur hat mit Leiden zu tun. Erotik geht nicht ohne Leidenschaft, also Leiden, auch Leiden in einer Beziehung vielleicht. Leiden, das gehört zum Leben dazu. Das heißt ja nicht, dass wir Christen das Leiden suchen. Das ist ja mehr Masochismus, das ist Krankheit, aber das hat mit dem Leben nichts zu tun. Aber dass das Leiden unvermeidlich ist, dass man Abschiede erlebt im Leben, dass Menschen sterben, die man geliebt hat, dass man bestimmte Dinge vergeblich tut, all diese Dinge gehören zum Leben dazu. Und wenn man auch in diesen Phasen des Lebens das Eigentliche des Lebens sucht und findet, wenn man im Gebet Gott erlebt, auch in solchen Phasen,
glaube ich, dann kann das Leben viel voller werden. Was mich damals, als ich das erste Mal hörte, wirklich bis zu Tränen gerührt hat, ist diese Geschichte, die aber, glaube ich, ziemlich bekannt ist, dass ein Mensch auf seinen Lebensweg zurückblickt und immer sieht, dass zwei Spuren da durch den Sand gehen und dann fragt er den lieben Gott, ja, was sind das für zwei Spuren? Und dann sagt der liebe Gott, das ist deine Spur, deine Lebensspur und das bin ich. Ich bin daneben gegangen. Und dann verfolgt er die Spur weiter zurück und dann sieht er die Phase, wo er ganz schrecklich dran war, wo er furchtbar gelitten hat. Und da sieht er nur eine Spur und dann fragt er Gott, also ausgerechnet da hast du mich im Stich gelassen? Und antwortet Gott, da habe ich dich getragen. Also, wenn man das im Leiden so erleben kann,